Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zurück bei den Wolves. So, ich sitze im Auto, bin schon fertig angezogen. Und zwar geht's für mich heute das erste Mal im Schwangermodus zum Training. Ich habe jemanden gefunden, der sich auskennt, gerade wenn man schwanger ist, trainieren, der meinem Rücken helfen kann, eventuell mit so Tapen oder so, also dass man das irgendwie so tapet. Ich höre mir das gleich alles mal an. Wir gucken heute mal uns mich an, machen einen Trainingsplan und ich nehme euch so gut es geht mit. So Leute, ich bin wieder, ich muss euch hier mal irgendwie hinstellen, so, ich bin wieder zurück, ich habe mich nochmal neu geschminkt, ich habe heute Morgen mich schon mal geschminkt, eigentlich schminke ich mich zum Sport nicht, bloß das war heute auch kein Sport, also wir haben jetzt hier keinen Sport gemacht, sondern wir haben so ein bisschen ein paar Triggerpunkte bei mir gefunden, damit ich meine Haltung verbessern kann, ihr wisst, ich habe leider eine echt blöde Haltung, ja, haben einfach so geguckt, wie, was, wo gemacht werden kann bei mir und was meine Ziele sind und haben uns kennengelernt. Deswegen habe ich gedacht, so komm, mach dich morgens früh fertig, dann hast du es gemacht hinter dir, weil wir jetzt nämlich noch ein Video drehen wollten. Ja, bloß irgendwie, ich benutze eigentlich immer die Foundation, die habe ich mir auch sogar neu in Berlin geholt, vor einem Monat ungefähr. Und ja, das ist die Farbe NC16, ist aber scheinbar zu dunkel. Jetzt benutze ich von Fenty die Foundation, die habe ich noch im Schrank gehabt. Das ist 185, die Farbe 185 und die funktioniert sehr gut. Aber wenn ich jetzt noch heller werde von meinem Körper her, dann muss ich eine neue Foundation kaufen. Das ist echt blöd. Also ich war lange nicht mehr so hell. Ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt so hell werden kann im Winter. Weil eigentlich war immer irgendwas. Entweder vor 2 Jahren waren wir, letztes Jahr waren wir in Bali, auf Bali. Genau davor, das Jahr waren wir dann irgendwie keine Ahnung wo. Eigentlich waren wir ja diese, also beziehungsweise vor 2 Monaten oder so, 2,5 Monaten, waren wir ja auch in Abu Dhabi und so. Und eigentlich kriege ich da immer gut Farbe und die Farbe nehme ich so in den Winter mit. Und dann, ja, bin ich leicht gebräunt. Und dann kommt ja auch schon immer wieder Coachella oder so, wo es dann wieder aufgefrischt wird. Und dann ist der Sommer da, dann versuche ich so viel Sonne zu tanken wie nur möglich. Und so zieht sich das eigentlich immer. Ja, aber dieses Jahr irgendwie nicht. Ich bin richtig blass geworden. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Also ich habe jetzt nicht ein Problem damit, dass ich sage, gefällt mir nicht oder so. Aber ne, für die Foundation ist doof, wenn die da sich andauernd ändert. Und eigentlich mache ich es schon seit Jahren so, dass ich immer mir von, wenn mir eine Foundation zum Beispiel gefällt, hier die Fenty, die habe ich letztes Jahr gekauft, die fand ich auch mega gut. Und die habe ich mir direkt in dieser hellen Nuance geholt, weil ich gedacht habe, okay, für den Winter hell. Dann habe ich sie mir noch in etwas dunkler als, also 3 Nuancen, glaube ich sogar, oder 4 Nuancen dunkler geholt, sodass ich immer mischen kann und dann im Sommer sagen kann, okay, so, jetzt habe ich gerade den Medium-Grad erreicht. Da kann ich jetzt ein bisschen zu der Foundation dazugeben von der dunklen. Oder ich sage so, jetzt habe ich hier aber gut eine Bräunungsstufe erreicht. Da kann ich nur die benutzen, die ganz dunkle Foundation. Ja, und damit fahre ich eigentlich immer ganz gut. Aber irgendwie, ja, fragt man sich, woran hattet ihr liegen? An zu wenig Vitamin D definitiv. Wir brauchen mehr Vitamin D. Alle, wirklich. Ich merke das heute Morgen. Wir sind im Wohnzimmer wieder eingeschlafen. Tobi hat mich wohl nicht wach gekriegt. Der hat die ganze Zeit versucht, mich ins Bett zu bekommen. Und dann, wie sich das anhört. Und dann, ja, hat er gesagt, so, okay, jetzt hat er auch keinen Bock mehr. Dann hat er sich auch auf die Couch gelegt. Hat mir noch meine 7 gebracht, hier mein Kissen.
was so aussieht wie eine 7. Und ja, ich bin heute Morgen wach geworden durch die Sonne, weil die Sonne strahlt direkt im Wohnzimmer richtig schön rein auf die Couch. Und die ist so voll toll in mein Gesicht. Und dann dachte ich mir nur so, oh, wie schön. Sommer, ich vermisse dich, komm schnell. So, wir haben alles geschafft, was wir schaffen wollten. Jetzt geht es zu Anna und Tim. Tim ist allerdings jetzt noch gerade im Büro. Aber die liebe Anna wird uns jetzt gleich mal ihr Häusle zeigen. Die bauen ja gerade auch. Und ja, wir haben leider noch nicht es geschafft, uns das Haus mal anzuschauen. Die sind jetzt gerade noch im Rohbau. Also soweit ist schon eigentlich sehr viel gemacht und ja, wir kennen es halt immer nur aus Videos oder aus Erzählungen oder von Fotos und wir wollten uns unbedingt das gerne mal sehen und heute hat sich das super ergeben. Wir müssen uns jetzt nur ein bisschen beeilen, weil die Sonne ist schon fast weg und wir wollen es ja gerne auch noch im Hellen sehen. Deswegen fahren wir jetzt direkt zum Grundstück bei denen und gucken uns das Ganze mal an und das ist auch für uns mega spannend, weil bei uns geht es ja auch in einem Monat los. Wir haben ja jetzt auch den Termin gesagt bekommen, wann es losgeht. Dafür kommen wir auch extra früher aus den USA wieder, weil wir das natürlich auch gerne begleiten möchten, sehen möchten, wie unser Haus gebaut wird. Das ist 10-mal wichtiger als ein Urlaub oder so. Ja, und dadurch, dass wir jetzt den Termin, ich glaube, am 15.04. haben, haben wir gesagt, okay, wir bleiben nicht bis zum 19.04. in LA, sondern wir kommen schon früher zurück und zwar am 14. Also wir landen zwar dann am 15. morgens, aber das sollte passen. Eigentlich hätten wir nämlich noch, ja, jetzt nicht sonnig, aber wäre jetzt nicht... Es ist so ätzend, es soll heute Nacht schneien, ne? Ich weiß. Es soll heute Nacht schneien und morgen schneien. Und danach soll es nochmal das Wochenende, ne? Ja, genau, eine Woche später. Alter, was ist los hier? Also, keine Ahnung, das irgendwie verschiebt sich das alles um 2 Monate, habe ich echt das Gefühl mittlerweile. Ja, also wir hoffen es jetzt mal, dass wir noch gleich was sehen. Wir treffen uns, wie gesagt, jetzt direkt am Grundstück und ansonsten muss die Kamera, muss die Taschenlampe vom Handy helfen. Ja. So, wir sind bei Anna und Tim im Häusle. Ja, schön, wir haben extra für euch sauber gemacht hier. Super. Sabina hat reingeschaut. Achso, ja, Sabina genau. Hat reingeschaut, super. Die hat uns ein Geschenk hinterlassen. Oh, ist schön. Ja, wir sehen, mega. Können Anna und Tim leben sehr rustikal, ja. Sehr minimalistisch. Minimalistisch und rustikal. Mehr brauchen wir nicht zum Leben. Kein Strom, kein fließendes Wasser. Unterhalte mich, Blatt. Echt, so tanz für mich. Ja, nee, also mega schön sieht das aus. Ja, was denn? Ja, siehst du ganz schön gruselig aus, Schatz. Oh Gott. Okay, also, ja, es ist trocken und warm, tatsächlich richtig warm hier drin eigentlich. Warum habt ihr die Fußbodenheizung schon an? So muckelig warm hier. Also erstmal als Information, Leute, interessiert euch eine Haustour, wie es hell aussieht, findet ihr auf Anna und Tims Kanal. Ja, wollte ich gerade sagen, da könnt also, ihr euch das mal angucken. Also wir werden jetzt hier nicht genau darauf eingehen, was ihr hier alles sehen könnt, weil ihr seht eh kaum was. Wie ihr seht, seht ihr kaum was. Genau. Aber mega schön, also es sieht echt total cool aus. Es ist vor allem auch so für uns voll spannend zu sehen, wie das so aussieht. Tim oder Anna, oder? Ja, das waren, glaube ich, eher die Bauarbeiter. Ach so, okay. Das war doch der Bauarbeiter. Ja, dann. Ja, also mega schön, habt ihr super gemacht. Danke. Ja, mein Daumen sieht man einfach gar nicht, ich muss denn hier irgendwie. Super! Oh, Leute, es gibt Essen! Oh, shit. Yeah. Die hat gekocht. Yeah. Ja, hier, ich habe schon gesagt, Anna war ganz fleißig am Karneval. Sorry, ja, ohne Ende. Nein, also bei uns gibt's heute ich glaube, noch was Reis von dir. Ja, viel Spaß, ich habe genug Reis. Ja. Ich glaube mir auch noch was bei dir gleich. Ja, da hast du noch ein ganzes Tütchen. Noch eins? Wie viel Reis hast du bestellt? Nee, ich habe nicht... Ja, doch, ich habe nicht. Nee, also ich nicht. So. Oder so. Nee, nicht von mir. Da ist doch Curry dran. Curry. Ich möchte, dass du Curry. Ja, super, ey. Jetzt geht's. Lecker. Wirst du es schaffen? Leute, wir gucken übrigens Temptation. Anna und Tim haben uns dazu überredet. Wir nötig. Wir würden eigentlich sowas gar nicht gucken. Ich wollte gerade sagen, aber es ist schon witzig, ey. Das ist schon so ein bisschen Fremdschämen. So, also auf jeden Fall gibt es Curry. Und ja, ich wollte mal sagen, guten Appetit. Guten. Einen guten Abschluss hier von einem wunderschönen Abend. Oh.
Ganz locker. Oh. Ganz locker. Oh. Dr. Timmy tut dir nicht weh. Also Tim, weißt Bescheid, dann machst du ein Studio auf. Ja, ohne Scheiß, ey. Zum Treatment. Wie voll nach französischen Bulldog, kennst du das? Ja. Oh. Ja, also Leute, wir fahren dann jetzt gleich mal. So, Leute, Tobi macht gerade das Katzenklo sauber. Geil, ich bin bitte dabei. Nein, man sieht dich nicht. ja, wir sind jetzt von Anna und Tim zurück. Ich werde mich jetzt abschminken. Und ich wollte euch noch kurz was berichten wegen dem Termin heute, wo ich war, für meine zukünftigen Sporteinheiten. Ja, heute haben wir eigentlich keinen Sport gemacht. Wir haben heute ein bisschen geguckt. Gesungen. Wir haben gesungen. Nein, wir haben heute ein bisschen geguckt, wo sind die Probleme bei mir, was will ich ändern, woran wollen wir arbeiten und. Und ja, ein bisschen meinen Körper ausgemessen, pipapo. Ich meine, ich bin schwanger, ich werde jetzt hier nicht einen auf Diät machen und Extremsportlerin oder sowas. Mir geht es grundsätzlich eigentlich nur darum, meinen Rücken ein bisschen zu kräftigen und zu stärken, damit ich einfach in der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft nicht die Probleme bekomme. Ich habe ja jetzt schon sogar ein bisschen ja Probleme mit meinem Rücken und dass wir da ein bisschen gegensteuern einfach. Genau, das ist eigentlich das Ziel. Und ich würde sagen, ich werde mich jetzt abschminken und dann springe ich ins Bett. Weil morgen früh haben wir ein bisschen was zu tun und dann haben wir auch zwei Termine für unser Haus. Einmal für die Fliesen und einmal für den Parkettboden. Und da werden wir euch auch mitnehmen und dann werden wir euch auch morgen mal die Fliesen zeigen, die bei uns ins Haus kommen und auch den Parkettboden aussuchen letztendlich. Und dann, Schatz, man sieht dich nicht, aber ich kann, okay. Dann würde ich sagen. Bin gerade geflogen. Ja. Dann würde ich sagen, gute Nacht. Wir haben uns gerade eben eine Baby-Doku reingezogen, ja. Hat uns Anna gezeigt auf Netflix. Nee, die ist durchgeswippt und hat dann gesagt, oh, guck mal, eine Baby-Doku. Und dann hätte er eher mal Anna und Maren auf der Couch sehen müssen. Ja. Und ich muss sagen, also, jetzt so langsam, jedes, ne? Langsam ist er da. Der ist hart. Ja, ne, der ist richtig hart geworden. Hart, so richtig hart. Der ist so. Krass, da wird einfach demnächst so voll die. Also, ich finde, da ist jetzt schon so voll die. Alter, kann das sein, dass die Leggings spannt? Ja, die Leggings, ich hatte die heute so über den Bauch, das ging gar nicht dann mehr. Die funktioniert nicht mehr, die kann ich noch unterm Dingens anziehen. Ja. So, Leute, haut rein. Bis dann. Tschüss.